Das regionale Kochmagazin Echt Lecker TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Döbeln. Gut für die Region. Und der Firma Partsch Elektromotoren, dem Kosmetik-, Wellness- und Visagistenstudio Katrin Küttner sowie dem Küchenstudio Küche 3000 Hubert Hölzel aus Nossen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur letzten Sendung in diesem Jahr bei Echt Lecker TV, also der 24. insgesamt, der 12. in diesem Jahr. Und wir sind halt wieder bei Küche 3000 in Nossen und freuen uns natürlich, heute haben wir unsere Techniker haben eben gesagt, es ist heute die Küche 3000 Hubert Hölzel Gedenkveranstaltung oder so. Dann hat der Hubert gesagt, nee, das klingt irgendwie so wie Abschied, ne? Wir kochen heute ganz speziell für euch was Leckeres, was ihr euch gewünscht habt. Und wir sagen schönen guten Tag an Annette Hoffmann. Ja, hallo. Hallo. Guten Tag. Schön, freut mich, dass wir jetzt endlich mal auch zusammen hier am Ofen stehen. Ne? Mhm, weil, ja. weil die Annette hat uns über 20 Sendungen auch hier immer begleitet, hat uns immer geholfen, so im Vorfeld und im Nachgang. Das sind immer so kleine Arbeiten, die immer so hilfreich sind. Ne? Und dafür sagen wir jetzt schon mal am Anfang der Sendung Danke. Gerne. Ja? Das hat uns immer gefreut. Und wir machen heute was ganz Spezielles für euch, weil ihr habt euch was gewünscht, denn das dürfen wir heute alle zusammen essen. Das ist so ein bisschen unser Jahresabschluss. Ne? Highlight. Ne? Und da gibt es heute eine wunderbare, landgelebte, mittelsächsische Ente. Und die schicken wir jetzt so ein bisschen nach Frankreich, machen wir so stilistisch was. Und das ist heute die Ente Michel Marron, à la Michel Marron. Klingt doch fantastisch, ne? Ja, klingt das. Ist fantastisch. Vielleicht kann ja die Annette mal kurz erklären, wie sind wir auf den Namen gekommen? Meine Tochter heißt so, und da wir heute Maronis mitverarbeiten in unserer Füllung, genau, hier. Deshalb, ne, hier, ne? Ja. Marron, Michel Marron. Und da habe ich gesagt, das ist doch fantastisch, ne? Die Michelle heißt Michel Marron und wir machen heute eine Ente mit Maronenfüllung. Und dann haben wir gesagt, und der Hubert hat dann gesagt, das kann nicht anders heißen wie Ente à la Michel Marron. Das muss so heißen. Genau. Und darauf freuen wir uns und wir machen jetzt gleich mal die Ente zusammen fertig, die Annette und ich, und wir füllen das dann schön. Und der liebe Hubert, der ja der Fachmann ist im Haus in der Technik, der kann uns dann gerne begleiten, wenn wir da hinten heute den zweiten Ofen anfahren müssen, weil wir sind heute überall unterwegs. Ne? Genau. Okay, gut, schön. Ich tue mich einfach verabschieden, einfreilich, bis gleich. Alles klar, wir sehen uns. Danke. Okay. Gut. Ja, Annette, so, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet hier. Genau. Ne? Ja, was brauchen wir jetzt alles für die Füllung hier? Wir brauchen jetzt für die Füllung erstmal die Milch, die heiße, muss dann praktisch in den angerösteten Brot. Genau, die haben wir schon mal ein bisschen, waren wir schon ein bisschen, ne? Wir arbeiten ja immer vor, auch in der letzten Sendung. Ne? Mhm. Ja, denn das Hauptsächlichste ist aber im Vorfeld, ne, liebe Zuschauer, weil ja, in die großen professionellen Sendungen, da stehen hinten 20 Leute und machen erstmal alles fertig. Genau. Wir machen das zu zweit. Wir machen das selber. Ja, wir machen das selber. Genau. Mhm. Dafür brauchen wir schon mal, ich hole das schon mal hier rüber. Annette, könnt ihr hier schon mal anfangen. Kann ich das schon mal genau. rein, ne? Vielleicht könnt ihr es mal. Ja. Ich würde das mal jetzt hier reinschütten. Genau, also was kommt alles rein? Ich erzähle schon mal ein bisschen. Mhm. Also, wir brauchen jetzt würde ich die Milch dazu schütten erstmal. No. Schön. Genau, und ich kümmere mich heute nämlich so ein bisschen um die Nebenarbeit. Das muss man nochmal wegnehmen. Ja. Das ist immer nicht so schön, wenn man das drin hat. Das stimmt, ja. Das würde ich jetzt gerade nochmal machen. Das hätte er jetzt machen können, das sieht man ja gar nicht. Ne? Naja, aber man selber, man weiß es dann. Wenn man es dann weiß, ne? Und, ja? Nicht so schön. So, dann werden natürlich Zwiebeln angeröstet mit den Innereien der Ente. Das kann jetzt erstmal hier durchziehen, dass die Milch aufgesogen wird. Okay. Gut. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. So. Ich würde noch ein paar Äpfel mit dazu geben und noch ein bisschen Kräuter. Genau, das können Sie ja schon noch ein bisschen vorbereiten schon, genau. So einen schönen Bosskopf hier. Bosskopf. Und vielleicht, Annette, verraten Sie uns, unseren Zuschauern ja mal, wo die schönen Bossköpfe her sind. Die sind von meinem Papa. Oh, vom Papa. Ja, die habe ich mir geholt. Da hat es geblickt und da habe ich mir die geholt, weil die sind so lecker. Ja. Ich kenne die noch so aus der Kindheit immer. So ist die sehen nie besonders schön aus. Das gebe ich zu. Aber die sind umso leckerer. Die Schale wird abgeschält, wird klein gewürfelt, kommt dann mit in die angerichteten Zwiebeln und die Innereien. Ja. Und es gibt nochmal so einen richtig leckeren, herzhaften Geschmack, ganz einfach. Und wir sagen immer das Schöne, ne? Das optisch Schöne muss ja nicht immer am besten schmecken, ne? Ja, das stimmt. Ja? Genau. Genau. Schön. Das sagt unsere Henne. Nee. Alles klar.
könnt ihr rauscutten. Annette, wir haben jetzt hier schon mal für die Füllung, war ich schon mal so frei. Ich habe jetzt die Innereien, ne, von der Ente mit zwei roten Zwiebeln ein bisschen angedünstet. Knoblauch drin, frische Salbeiblätter und gebe jetzt hier noch ein bisschen Olivenöl dazu. Das macht immer noch mal ein bisschen Wärme. So, und dann würde ich sagen, weil wir ja heute mit einer freigelebten Ente arbeiten, da habe ich aus dem Hause Gewürzliebe so eine Mischung, wo man also wild freigelebtes Fleisch sehr gut würzen kann. Und wenn ich jetzt mal darf, steht nicht in Ihrem Rezept. Okay. Na klar. Dann gebe ich dir noch so ein bisschen auf die Reise hier. Man wandelt ja immer ein bisschen ab. Weil das riecht so ein bisschen wildig. Ist ja so, dass man Rezepte immer dann doch wieder ein bisschen abwandelt und es wird dann immer noch mal ein bisschen interessanter. Das machst du gerne, ja. Dadurch. Genau. So. Kann man jetzt, kriegen wir hier jetzt hier drauf? Ja, doch. So. Wird schon. Und dann habe ich, liebe Zuschauer, den Hals von der Ente habe ich abgeschnitten, dass die heute nicht so einen dicken Hals kriegt bei uns in der letzten Sendung dieses Jahr. Und habe da hier so einen ganz kleinen, so ein bisschen so einen Fond gemacht einfach. So einen Fond jetzt gemacht, mit nicht viel Gewürze. Ich habe ein paar Salbeistiele reingemacht und einen Knoblauchzehe. Und für die Soße dann, ne? Ja, können wir bitte. Ne? Ja. So. Genau. Wenn wir die Ente schön ein bisschen übergießen, dann wird die nochmal die Haut so schön knusprig und saftig. Genau. Und hier ist weich, das ist schon drin hier, ne? Das ist jetzt schon drin, genau. Ja, das hat schon schön reingesogen. Ja, da haben wir jetzt also hier die in Butter gerösteten. Ja. Also man sagt ja in der französischen Küche, deswegen heißt er heute die Ente à la Michel Marron. Man sagt, also die Franzosen haben ja immer alle ihre Fleischteile mit einer gewissen Farce gefüllt. Farce, das französische Wort für Füllung. Ne? Und das wird jetzt unsere Farce, ne? Unsere Füllung. Nicht wie in der Politik, weil da die haben. Es ist eine Farce. Ja, okay, Annette, was meinen Sie, reicht das an Äpfeln so? Ja, wir geben ja dann die Maronis dazu, das wird dann richtig viel. Ich denke mal, die Ente ist gar nicht so groß, das passt alles gar nicht rein. Oder wir müssen sie noch ein bisschen ausdehnen. Kriegen wir schon. Ich dehnen. Ja, genau. So, richtig. Also ich habe schon mal so ein bisschen. Ich habe absichtlich nicht stopfen gesagt. Stopfen. Ich habe absichtlich nicht stopfen. Da macht man ja üble Sachen, ne? Mit Gänse und Enten. Ja, genau. Das tun wir uns dafür nicht an. Dafür geht uns ja dann der Appetit und das wollen wir ja vermeiden. Richtig. So. Das ist ja ganz lecker. Ja, das stimmt. Also ich denke mal hier, das ist das Herz mit drin, die Leber und so ein bisschen. Ne? Ja, das ist jetzt noch nicht ganz weich, aber das zieht dann durch. Ne? Das zieht dann in der, genau, wenn man das, ne? Ich würde jetzt hier die Petersilie schon mal ein bisschen klein. Ja. Die kommt dann noch ran und dann noch mal ein bisschen Majoran. Okay. Frischer Majoran? Ich da drüben schon was mir schneiden? Ja, das wäre schön. Alles klar. Ja. So. Und achso, und was gibt es denn heute überhaupt dazu zu unserer Ente? Klöße? Ja, habe ich so gehört. Ich dachte, Klöße sagst du. Da machen wir aber so richtig klassische, sächsische, ausgekochten. Genau. Lecker Klöße. Genau. Und ich habe jetzt hier so Würze, noch so ein bisschen was, liebe Zuschauer. Für die Füllung von der Annette habe ich hier noch so ein paar Salbeiblätter hier und ein richtig schönes naturbelassenes Salz. Ja. Und dann tue ich das jetzt ein bisschen zwei, drei Minuten stehen lassen und da ziehen hier die Öle ein bisschen. Und dann kriegt das der Salbei noch einen ganz anderen Geschmack. Das muss ich mir merken, weil das habe ich so noch nie gemacht. Ja. Das finde ich toll. Genau. Das ist immer schön mit einem richtigen Kochen. Ja, das mache ich mit Kräutern generell so. Ja, ne? Also jede Kräutermischung, die ich mache, da gebe ich nur Salz, dass die 10 Minuten stehen und danach ein ganz kleines Öl und fertig. Das muss ich unbedingt merken. So. Ne? Das probiere ich. Fantastisch. Und jetzt gehe ich schon mal Hitze runter hier. Da kann ich immer schon wieder pumpen zu Hause, wenn ich wieder was Neues habe. Ja. Das ist doch immer gut, wenn man was. Ich nehme doch auch immer was mit heute. Ich mache heute zum Beispiel ich weiß nicht, wie viele Enten ich schon gemacht habe. Ja. Ne? Und heute gibt es eben Ente à la Michel Marron, habe ich noch nie gemacht. Also ich nehme heute auch was mit. Schön. Ich lerne ja auch immer. Genau, man lernt immer wieder dazu. Na, logisch. Das ist so das Schöne. Man ergänzt sich, ne? Genau. Wie lange brauchten die dann im Ofen ungefähr? So, ich denke mal, anderthalb, zwei Stunden, je nach Größe, ne? Muss man schon. Soll auch richtig weich sein. Richtig. Feines Fleisch, zart. Okay. Und das kommt jetzt hier noch mit rein, oder? Ja, das kommt jetzt hier noch mit rein. Na dann. Richtig mal hier so eine Hand voll. So, und ich habe hier auch hier so ein bisschen Majoran. Also ich mache ja auch
wenn ich mit, sagen wir mal jetzt so, bei Füllung arbeite, mhm, und hellfrisches, ne? Also frisches Kraut, das war jetzt der frische Majoran. Ja. Und dann nehme ich noch so ein paar getrocknete, weil die in Füllungen, mhm, sich noch intensiver verbreiten, diese getrockneten. Ach so. Das riecht man auch, das ist ja. Das riecht noch intensiver, riecht finde stark, ich. Riecht stark, riecht sehr stark. Ja, mhm, weil wenn man jetzt den frischen Majoran riecht, ne? Ja. Der ist jetzt nicht ganz so. Ich habe den mir so klein gemacht, immer so ein bisschen, mit den Fingern zwischen hinten. Ja, genau. Dass die Öle sich spritzen. Das stimmt. Ja, das merkt man schon den Unterschied. Ja. Da ist mehr Kraft dahinter, aber hier ist dann wieder die Frische. Da ist die Frische. Das, ne? Genau. Wobei man ja, jetzt wäre es ja eigentlich gut, jetzt müsste man es eigentlich so servieren. Das wäre eigentlich schon so fast wie so ein, wie soll ich mal sagen, wie ein naturbelassenes Ragout. Ja. Das könnte man eigentlich jetzt schon als festen Hauptgang nehmen. Ja, wirklich. Natürlich, das zum Beispiel mit Röstkartoffeln oder, oder so mit Bechamelkartoffeln oder so. Total lecker. Wieder eine Idee, ja. Schon hast du ein Essen fertig. Schon wieder? Ein bisschen Salat dazu und das eigentlich. Ja. Ja, sowas habe ich zu Weihnachten immer geliebt. So. Das entsteht dann einfach so zwischendrin, wo ich sage, ey, guck mal Leute, das ist doch eigentlich jetzt schon. Wenn die Füllung nicht ganz reinpasst in die Ente, dann essen wir das so. Dann essen wir das so. Genau. Alles klar. So. Okay. So, jetzt würde ich natürlich die Maronen noch mit dazu geben. Okay, dann ja, immer wollen rein wir damit. So klein alle ja machen hier? Ja. Na klar, das ist richtig schön vermengt wird. Ja, wer es noch nicht weiß, Maronen, vielleicht, Annette, könnt ihr ja kurz erklären, was das ist. Ja, Esskastanien, ja, ne? Ja, so viel gibt es da nicht zu sagen. Also man kann Suppen machen, ja, die mit in Füllung ergänzen, man kann die so mit, jetzt habe ich hier gemanscht. Ja, macht ja nichts. Genau. So, und das ist einfach lecker, ist eine schöne Ergänzung. Kommt gut, ne? Ja, kommt gut, wirklich. Mhm. Vor allem, wenn man die selber sammelt, ich muss zugeben, diesmal haben wir sie nicht selber gesammelt, aber wenn man sie selber sammelt und, darf ich nicht sagen? Oh. Klar, alles. Wir haben doch alles selber gesammelt. Dann würde ich jetzt noch würzen, oder ist schon was dran jetzt, dass man noch mal ein bisschen es ist schon ein bisschen was dran. Ich habe hier nochmal frisch gemahlenen Pfeffer mit Salz gemengt. Ja, soll ich noch ein bisschen dran machen? Genau. Nicht so viel, oder? Räusch Kräftschweibe. Man kann die von innen schön durchziehen. Von innen richtig genau, dass die Ente nie genau, die schön kann durchzieht, weil wir haben sie jetzt innen nie extra noch gewürzt. Nee, ne, die haben wir jetzt erstmal so belassen. Nee, gehen wir bloß außen noch ein bisschen dran. Weil dann kommen ja nochmal die eingeweichten Brotwürfel dazu, das nimmt dann nochmal die Schärfe weg davon. Richtig. Wie, dass das dann vielleicht zu wenig ist. Genau. So. Das schön. Reicht das, ja? Ja. Ja, ja, ich hätte jetzt einfach mal, ich mache jetzt mal einfach aus meinem Gefühl. Oh, so großzügig, okay? Ja? Oh. Naja. Braucht die. Braucht sie. Das zieht dann so richtig schön in den Innenwänden, ne? Unseres lieben Viehs. Ich habe es sonst immer ein bisschen mit, noch innen nochmal, aber das ist unterschiedlich, das kann man halt dann nehmen. Ja. Na, genau. Genau, dann zieht es mit dem Saft, das vermengt sich dann richtig, schön. Richtig. Der Entensaft zieht mit rein und das Gewürz gibt dann praktisch das ein. So, und jetzt können wir mal hier reinriechen. Jetzt riecht das unglaublich kräftig nach Salz. Ja, das ist natürlich enorm. So, das gehen wir jetzt hier. Das wird lecker. Schicken wir jetzt mit auf die Reise. Das wird lecker. So. Und dann werden wir das alles vermengen hier zusammen. Mhm. Kriegen Sie es rein in die Schüssel, ja, ne? Würde ich sagen. Das tut man rein. Da könnt ihr alles gleich reintun. Ich mache jetzt mal ein bisschen Ordnung hier. Ja. So. Also das Schönste ist, liebe Zuschauer, was einem Koch passieren kann, wenn er in der zweiten Reihe steht, hat heute Robert Hölzl gesagt, weil dann darf man sich den Aufgaben widmen, wie aufräumen und ein bisschen Ordnung machen und sich liebevoll unterhalten. Weil dann hat man keinen Stress. Ne? So. Jetzt weiß ich auch, warum Robert Hölzl schon so lange nicht mehr in die Sendung gekommen ist und aktiv gekocht hat. Aber das können wir ja vielleicht nächstes Jahr ändern, ne? Kostet lieber. So. So, jetzt habe ich das hier vermengt. Genau. Das sieht gut aus, ne? Und das schmeckt auch gut, ne? Und gekostet habe ich es sogar, die muss ich gestehen. Das ich sag mal so. Ich jetzt mal nachholen. Da bin ich halt ein ganz Verrückter jetzt, Annette. Ich würde jetzt zum Beispiel... Da kann man jetzt, man kann jetzt Folgendes machen. Man könnte jetzt zum Beispiel einen Teil wegnehmen, ganz wegnehmen, also so wie es ist jetzt mit groben Stücken. Mhm. So. Und die andere Hälfte mit einer Küchenmaschine glatt pürieren. Ja. Dann alle beide Hälften zusammen wieder machen. Mhm. Und dann könnte man das in der Pfanne wie so kleine, wie so in einer wie Quarkhörchen, könnte man das backen. Oh. Schmeckt total lecker. Oh, der Majoran, das ist richtig lecker. Und jetzt holen wir hier die Ente rein. Genau. Ja. Jetzt holen wir das Teil hier rüber. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz, damit die Jungs und das auch alles sehen, was wir hier Schönes machen. Wenn man alles so schön reinkriegt, dann hole ich mal einen Löffel raus, einen großen. Ja. Dann versuche ich das mal hier alles so schön hier fantastisch reinzufüllen. Und dann legen wir das, achso, ich werde schon mal vorbereiten hier. Dann noch hier zunähen und dann schön. Dann mache ich schon mal hier ein bisschen Feuer uns unter die Pfanne, ne? Weil wir die ja hier drinnen kurz ein bisschen angehen lassen, ne?
Genau. So, und dann fliegt sie. Dann fliegt sie, fliegen tut sie nicht mehr, dann geht sie ab in den Ofen. So. Also, liebe Zuschauer, wir konzentrieren uns heute mal in dieser Sendung auf dieses Vorbereiten, über das Zubereiten der Ente. Und zeigen dann einfach mal nicht so viel Details bei unseren Kartoffelklößen. Na, ich denke, die haben wir auch die meisten drauf. Aber werden wir dazu auch noch was kurz erklären. Und heute gibt es dann, was machen wir? Wir haben heute ein anderes Gemüse wie Rotkraut, mal nicht so klassisch. Ja, sexisch. Weil es wollte ja, war ja auf Wunsch. Ja, ich finde, das passt doch besser zu der Person. Ich finde, das passt hier dazu. Passt hier dazu, finde ich besser. Ist deftig auch, ja. Genau. Wir machen heute ein Rosenkohlgemüse mit geräucherten Mantelsplittern, ein bisschen mit Zwiebel angedünstet. Da kommen auch noch ein paar schöne frische Kräuter rein. Ganz lecker. So. Und? Geht's so? Ja, passt viel rein. Passt viel rein, ne? Die brauchen schon immer, ne? Wir schon ein bisschen mehr Maronen. Aber ich würde mal sagen, wir heben uns trotzdem noch was auf, ne? Für uns auch. Ja, klar. Man da noch heimlich naschen kann, das ist doch genau der Clou immer. Die Krönung. So ist es. So, und dann können wir ja hier. Dass ich das dann auch zubekomme hier. Ja. Ein bisschen in Form drücken. So. Das und? Gut? Noch? Ne. Passt noch was. Ne? Passt noch was rein. Maronen ist ja auch lecker, liebe Zuschauer. Aus Maronen kann man sich auch schön Püree mal machen. Ne? So. Mhm. Total lecker, ne? Dann kann man mit Pinienkernen, mit gerösteten Pinienkernen verfeinern. Ein bisschen Olivenöl am Ende. Und schon hat man wieder eine Beilage für ein Gericht. Ne? Genau. Weil die meisten Leute sagen, oh, was soll ich damit machen? Oder eine sahnische Suppe zum Beispiel. Ja, sahnische Suppe. Hm. Das ist so schön als Vorsuppe gedacht. Genau. So, schön. Ja, da passt was rein, ne? Ganz schön. So, aber ja, aber also, es ist, oder? Ja, da müssen wir ja noch zubinden, zunähen. Genau, sonst reißt das vielleicht dann beim Braten auf. Das überlasse ich Ihnen, Annette. So. Ja. Das Nähen. Ich fülle das schon mal um hier. Dann haben wir da noch was auf Reserve. So. Ich habe schon mal ein bisschen Musik vorbereitet. Genau. Also ich bin ja auch ein Freund, ne? Im Übrigen nochmal, ne? Liebe Grüße an Geflügelhof Paul in Wolfen. Ich sage hoffentlich jetzt nicht falsch, das Waldheim oder so, ne? Oder? Stimmt das? Ja. Ja, jedenfalls. Jedenfalls habe ich sie dort geholt, habe sie bestellt beim Geflügelhof Paul. Und der hat immer so richtig schönes, ja, eben so freigelegtes Geflügel, ne? Von Hühnern her und auch Enten und das, ich sag mal, mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich das weil es jetzt, sag ich mal, Mode ist, ne? Ja. Sondern weil es schmeckt eben einfach besser. Schmeckt einfach anders, genau. So, ich merke das einfach. Es hat ein anderes Aroma. Ne? Das ist wie wenn ich beim lieben Alexander, unseren Chef vom Regional-TV, frischen Salbei bekomme, ne? Der bei ihm dort wächst. Das ist eben Aroma. So, das frisch schmeckt ist, eben. Frisch ist immer besser. Ja? Das ist doch klar. Frisch ist immer besser. Das ist wie mit. So, also ich tue jetzt schon mal hier so ein bisschen uns ein paar Sachen eindecken, liebe Zuschauer. Wir braten die jetzt ganz rasch hier drinnen an. Ne? Die ich werde mir aber noch mal einen Faden nehmen, weil das reicht nie ganz. Ja. Von daher eine Schere, bitte. Dankeschön. Operation Ente. Operation Ente, ja. Da machen die Jungs dann hier sowieso ihren Schnitt hier. Dann aber nochmal hier so ein Küchenkrepp, genau, damit ich dann besser einfädeln kann. Das ist dann immer nochmal so ein bisschen, was noch ein klein wenig Mühe macht, aber der Geschmack entschädigt dann dafür. Mensch, also, ja. Man fängt wieder an zu nähen, ne? Ja. Naja, wie macht man sonst? Ne, ist richtig. Wie macht's der Koch? Ja, wir haben dann, wenn wir jetzt, sagen wir, 50, 100 Stück gemacht haben, dann haben wir das einfach, ja, wir haben das anders zugemacht, weil die Arbeit konnten wir uns nicht machen. Ja, ach so. Wir haben dann wirklich auch, Stäbchen genommen, haben die dann so. Aber reißt doch die Haut? Nee. Na ja, gut, die sind geübter dann, ne? Nee, geht nicht, wenn die lagen dann in den großen Öfen so rein. So eng aneinander, das gar nicht. Dann, nee, da passiert nichts. Okay. Ja, gut, ich kenne es noch so von Oma so, und Mutti hat das so gemacht, ja, und ich nähe das halt zu. Und wenn man das zu Hause macht, dann in der Weihnachtszeit, dann hat man ja auch Entspannung und dann ist das auch schön. Und wenn die Jungs dann hinten noch Kerzen anzünden für uns heute noch, dann, oder ob wir das noch erleben heute? Dass sie uns heute noch so ein bisschen, hier, so ein bisschen weihnachtlich. Ein bisschen weihnachtlich gestimmen und dann singen wir noch ein Lied. Ja,
kennt noch ein schönes Weihnachtslied? Es gibt ja so viele schöne. Ich muss ehrlich bekennen. Singt dann gar nicht mehr, wenn man älter ist, erwachsen ist. Ja. Dann durch die Kinder maximal. Genau. Ich mache jetzt hier schon gleich mal noch so ein bisschen, ich gehe mal noch ein bisschen mit der Würze hier auf den Weg, ne? So. Ja? Das mag ich immer gerne hier. Für was machen wir das jetzt? Einfach von Geschmack hier. Da kommt die Ente rein jetzt gleich. Ach, da rein kommt die gleich. Ja. Ich liebe das. Ich liebe das einfach, wenn das so richtig die Aromen da so reinziehen, ne? Irgendwo haben wir heute mit unserem Laden Butter, ne? Dann wäre es ja eigentlich Ente à la Michel Maron. Sondern? Und Franck. François. In Kombination. Ja, ja. Mit Franck. Können wir dann die Beatles singen mit Michel, ne? Beatles mit Michel. Ja. Beatles? Michel, my girl. Da singt die sogar so ein bisschen französischer drin, glaube ich. Ja. Mhm. Ah, ja. Könnte ich jetzt nicht. Achso, die brauchen die Schere, ne? So, hier. Jetzt haben wir sie fertig. Jetzt haben wir sie vernäht. Jetzt müssten wir sie eigentlich noch mal ein bisschen kurz mit Salz, Pfeffer hier so ein bisschen. Hier ein bisschen in Form drücken. Bisschen, ja. Na? Und? Ja. Ist nicht gerade hier. Ja. So, ja. Nochmal ein bisschen großzügig. Oh ja, ich will das mal ein bisschen weg hier. Schön einmassieren. Ja. Genau, nicht, dass die Ente noch eine Massage kriegt hier. Nur, damit das Fleisch schön. Wer war denn das jetzt immer? Der hat seine Tiere massiert. Ja, kriegen die auch, ja. In Japan war das? Rinder. Rinder, ne? Das Koberind irgendwie, ja, das genau. Koberind. Genau, ich muss ihn nochmal ansehen. Kobe ist hier so. Kobe ist so eine, Kobe ist eine japanische Stadt, ne? Hm, genau. Okay. So, und wir haben ja dann früher, wenn wir die hier, wir haben immer die Beine noch eingewickelt. Zusammengewickelt? Nee, haben wir oft ein bisschen Folie drüber gemacht, weil die das empfindlichste Stück ist. Ja. Und wenn es dann austrocknet, aber wir geben da immer ein bisschen. Wir Saft wollen da heute noch ein bisschen Brühe dazu geben, ne? Dass es ein bisschen schön hier. So, das wird ein bisschen. Nicht so lange jetzt, oder? Ja. Ist das nicht zu doll? Ja, ist gut. So. So, wir braten sie an, dass er einfach so ein bisschen einen Ansatz kriegt. Ne? Aber schön braun. Schön braun, ne? Also sie machen sich, denke ich, schon mal in einer passenden Bräterpfanne, wie auch immer. Genau, so einen viereckigen Bräter habe ich da. Genau, dass da rein richtig. Dass richtig Platz hat, ja. Dass ringsrum noch was hinpasst. Ja, die hat jetzt hier auch Platz. Ich meine, viele Menschen sagen jetzt mit Geflügel, überhaupt was man oben schiebt, da kommt jetzt noch ein Haufen Wurzelgemüse rein. Das mache ich beim Geflügel nicht. Aus dem einfachen Grund, weil bei anderen Schlachtfleisch arbeite ich viel mit Sellerie, Möhre, Zwiebel extra nochmal. Mhm. Mache ich bei den Geflügelfleisch nicht, weil ich der Meinung bin, das nimmt dann den Geflügelgeschmack. So. Ne? Und wir geben jetzt hier einfach Fleisch zu, oder? Man kann ein bisschen so zur Seite noch ein bisschen, oder? Genau. Ja, das wird schwer hier drinnen. Also, meine Erfahrung ist ja, wenn ich das mache, ja. Ist ja wieder eine Philosophie zu Weihnachten. Da streiten sich ja die ganzen Familien. Meine Güte, wie machst du deine Gans? Wie machst du deine Ente? Ich mache das zu Hause ganz problemlos. Ich arbeite gar nicht mehr mit der Pfanne. Ich gebe wirklich nur Flüssigkeit rein in eine große Pfanne wie hier. Leg das rein, dann kriegt die so viel Kraft in dem Ofen, dass die richtig braun wird und dann drehe ich die rum. Dabei wurde die Soße auch braun. Und wenn ich anrichte, dann verteile ich das schwerer viel in Portionsstücke und lege das nochmal auf das Fleisch und dann kriegt das nochmal nur Oberhitze. Dann ist alles richtig groß und knusprig. Ja. Weil es eine stressfreie Zubereitung. Genau. Aus meiner Sicht jetzt so. Weil da kann man sich das hier eigentlich auch, es ist was Schönes, ich liebe das auch, ne, wenn die Farbe kommt und die Haut so kommt. Genau, die Haut ist schön. Ja, das ist schön. Aber ja, genau. Das ist der Genuss eigentlich. Ne? Genau so ist es. Ja. Dass man da schon Appetit drauf kriegt. Und ja, aber stressfrei geht es wirklich zu Hause auch. Also, ne? Und dann gibt es eine Stelle hier, wenn man mal das Fleisch dreht. Ne? Man darf nur hier reinstechen. Eigentlich. Ja. Hier unten drin. Ich steche gar nicht. Ich mache das immer mit der Hand. Wenn man das überhaupt machen würde, ich auch. Warte mal, warum? Ich steche das gar nicht rein. Warum? Weil dort nicht ausläuft. Damit der Braten, dass weil dort wirklich nicht ausläuft. Das ist zu trocken, sonst das Fleisch. So, wurde mal rein.
hier drinnen, hier, wo die Keule zu Ende geht und an dem Punkt. Aber ich nehme die Beine, drehe das rum und genau. Oder so und, oder so. Und vor allem, liebe Zuschauer, drehen Sie es nicht so wie Frank Wenisch in der Küche. Vor allem mit den Händen. Mhm. Weil ich kann das ab, ich kann das ab. Ich mach das auch. Könnte heiß sein. So. Ich mach das auch so. Aber wollen wir jetzt noch Brühe drüber schütten und dann genau das wollte ich fragen. Dass wir den schönen Sud dann hier noch. Nehmen Sie bitte was auf. So. Und dann würde ich auch noch ein bisschen einfach noch ein bisschen Wasser dazu geben. Mhm. Weil das zieht ja auch hier. Ja? Genau. Wir wollen ja eine schöne Soße noch haben. Die kriegen wir auch. Da weiß ich schon, da hat die Annette noch was ganz Leckeres vorbereitet dafür. Für die Soße. Da bin ich schon sehr gespannt. So, und mir noch, sie ist nicht heiß, ne? Nee, also, ist nicht heiß, geht so. Also, warte mal kurz, Hubert. Ich gebe dir hier gleich noch ein bisschen Flüssigkeit drauf. Das kann hier ziehen. Okay. So, und wir müssen jetzt natürlich mal aufpassen, wie Sie zu Hause, das wissen Sie ja, zwischen Frühstück und Gänsebraten oder Entenbraten immer mal reingucken, übergießen. Richtig. Das zeigen wir aber nicht. Nee. Gute Reise. Ja, ich mache jetzt. Okay, und wir beide machen jetzt auch mal bei uns so ein bisschen Ordnung. Ja. Und sehen uns dann wieder, wenn wir die Klöße noch fertig gemacht haben und unser Gemüse. Mhm. Dann wir alles ein bisschen schön anrichten. Ja. Und ich denke, zwischendrin gucken wir auch nochmal, wie es da Ende geht. Okay? Also, gut. Schön dranbleiben, bis gleich. Geht gleich weiter. Ja, Annette. Ja. Nur? Mhm. Ist warm geworden bei uns, ne? Ich denke mal, dass unser mit unserer Ente geht es hoffentlich nicht zu Ende. Ne? Das ist ja in manchen Familien das große Desaster. Wenn die Ente, oder die Gans. Die Gans. Wenn die Gans ganz gar nicht geht, und die Ente dann herhalten muss, weil die Gans verbrannt war und jetzt machen wir mal schnell eine Ente oder so. So, aber ich denke mal, oder? Die sieht gut aus. Die sieht gut aus, ne? Sieht gut aus, ja. Das ist ja auch nicht so ein Riesending gewesen, so eine übliche, weil die, mal die Freilebenden ja doch irgendwo ein gewisses Größenlimit haben. Genau. Die werden eben nicht bis zum. Da hält sich das auch mit Fett in Grenzen. Ja, bis zum geht nicht mehr, werden die eben nicht unbedingt. Gemästet. Genau. Und dennoch sollte man darauf achten, weil gerade eben das lebend, oder sagen wir das naturell gewachsene Geflügel von der Muskelfaser her doch ein bisschen kompakter ist. Mhm. Die brauchen dann doch schon etwas länger? Ja, also sage ich immer so eine halbe Stunde schon. Hm, doch. Also, und ist es, da muss man einfach auch gucken. Muss man Feeling kriegen. So, ich tue die jetzt erstmal hier raus. Ja. Denn ich sag mal, wir sagen auch, liebe Zuschauer, Ihre Ente oder Gans, was je nachdem, was Sie von Weihnachtsgeflügel haben, in unserem Fall eine schöne, wunderbare Ente, machen Sie Ihr Familienritual am Tisch, ne? Sage ich immer so dann. Ja. Genau, dass man es vom Teilen her, ne? Dass man ganz hinstellen oder was. Oder dann, und dann hier. Erstmal das alles schauen können, Foto machen. Foto machen. Wir machen das jedes Jahr. Ach so? Ja, da gibt es immer jedes Jahr gibt's ein Foto von unserer Pute, von der Gans, von der Ente, je nachdem, was gemacht wird. Ja. Das wollen wir alles nochmal dann uns anschauen. Schön. Ohne schöne Soße. Ne? Ich habe jetzt, hab jetzt hier den Fung. Schön Sud. Also ich sag mal so, wir Köche haben früher klassisches damit anders gearbeitet. Mhm. Wir haben jetzt wirklich den Soßeneinsatz nochmal reduziert. Ja. Manchmal auch noch eine Zwiebel angebraten, dass es mal richtig dunkel wird. Nochmal richtig kräftig. Muss nicht immer sein. Ich hab ja auch hier noch von den Abschnitten, die wir hatten, noch mal so ein bisschen den Fond gemacht. Der ist jetzt nun nicht ganz so dunkel, die Soße, aber ich denke, das ist nicht das Übel. Ne? Und ich empfehle, das ein bisschen abzubinden, doch. Ne? Ja, doch, würde ich. Aber dann kann man ein bisschen dunkel werden, könnte es schon noch ein bisschen. Kann man da noch mal ein bisschen eine Zutat rein? Ja, Rotwein zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder haben Sie, noch einen anderen Vorschlag? Ja. Schokolade. Genau, schön. Darauf habe ich auch nur gewartet. Wo haben Sie denn? Ich muss jetzt mal hier greifen. Einfach mal hier so. Genau. Aus den Räumen neben Eschlecker.tv. Annette, wie viel würden Sie mir jetzt empfehlen? Wie viel mache ich jetzt hier rein? Oh, ich bin da immer nach Gefühl. Ich habe da nie so richtig. Ich lasse mich einfach mal führen. Ich lasse das schmelzen, dann gucke ich, wie es aussieht, schmecke ab und dann entscheide ich, ob ich das so lasse oder ob ich noch was kann. Hört sich gut an, ich lasse das schmelzen, das ist schon mal gut. Okay, in der Zeit, wo die Annette schon mal hier in unsere Entensoße Schokolade, ist vielleicht für Sie ein bisschen verrückt, aber wir mögen das. Wir mögen sowieso das Verrückte. Weil die ist jetzt noch ein bisschen mit Chili dran, da gibt es noch mal ein bisschen eine gesunde Schärfe. Ja. Also ich würde jetzt mal hier so ein bisschen was rein. Ja. So, genau, in der Zeit, wo die Annette das hier verfeinert,
Da habe ich hier schon mal noch so ein bisschen einen Ansatz hergestellt. So ein bisschen ein paar Kräuter, ein bisschen Salbei und ein paar Zwiebeln, rote. Und habe hier schon so ein paar Mantelsplitter trocken geröstet. Gebe ich jetzt auch noch mit hier rein. So. Und wir haben ja gesagt, wir machen heute ein Rosenkohlgemüse. Deswegen, Rosenkohl, der liebt immer am Ende auch noch so ein bisschen Butter. Ne? Und geben wir hier auch noch ein bisschen was rein in unsere Pfanne. So. Ja, und den schwenke ich jetzt nochmal an, ne? Den Rosenkohl quasi in diesem Ansatz hier. Und das können Sie sich auch ganz einfach vorbereiten, denn ich habe das hier schon mal gemacht, dafür ist die Technik eben gut. Im Dämpfer schon mal den Rosenkohl gedämpft hier. Feine Sache, deswegen Dämpfer richtig gut angesetzt, richtig gut verwendet. Der hat eben was, ne? Weil da können Sie Ihr Gemüse wirklich schonen, garen und am Ende nehmen Sie eine Wokpfanne, wie ich das hier mache. Dann gucken Sie mal und sofort haben Sie eine Delikatesse. Erstes Mal glänzt das fantastisch hier drin. So, oder? Ja, sieht super aus. So, und schon bist du fertig mit der Übung. Ja. Das ist natürlich ein bisschen Vorarbeit, aber kein Problem, Gemüse putzen müssen Sie sowieso. Und ich liebe ja das Gemüse in der Wokpfanne. So, man braucht jetzt einfach bloß noch ein bisschen Salz. Und dann schieben wir der Sache noch ein bisschen Muskatnuss hinterher, gemeine. Und schon haben wir das erledigt hier, die Sache. Wo habt ihr das hier? Hier. Genau. Das sieht doch schick aus. Kommt ganz wenig schon, oder? Ja, ja. Muskat, ja, ja, ja. Oder? So, so streicheln sage ich ja, immer. Das ist, wenn ja? man zu viel, dann wird das so bitter, ne? Genau. So, und was isst der Sachse gerne am liebsten zur Weihnachtsende? Hä? Da braucht der Erzgebirgler sagt, ohne meine Glies geht fei gar nicht los. Ja? Wir haben auch welche gemacht. Ne? Und wir haben uns gedacht, Annette, immer in Mittelsachsen müssen wir den Leuten nicht erklären, wie man Kartoffelgläser zubereitet, oder? Ich denke mal, das wissen viele. Das wissen viele, ne? Ja, ja. Also wir haben schon mal welche gemacht hier aus hier, so einen ganzen Topf voll hier aus gekochten Kartoffeln. Das ist der klassische sächsische Kloß. Ja? Ein Kilo mehlische Kartoffeln, zwei Eier, ein bisschen Mehl. Bisschen Stärke und fertig. Ja? So. Unsere Soße, wie geht's der? Die müsste ja, müsst jetzt noch ein bisschen. Fein. Die braucht ja erstmal richtig. Die braucht Dampf jetzt. Deswegen müssen wir die mal richtig auf volle Ton geben. Hier. Die Schokolade schmilzt. Jetzt habe ich nämlich von dem Löffel gekostet. Ja, und jetzt. Jetzt möchte ich mal so schmecken. Genau, ja. Soll ich auch mal schmecken? Wollen wir mal schmecken hier zusammen? Ja, ja. Ich habe schon mal vorgekostet. Und? Also, ja, hat eine schöne schokoladische Note. Es braucht ja nicht so viel sein. Es ist ja. Kann ja ruhig dezent. Und was wird noch fehlen jetzt? Es könnte auch noch ein bisschen Rotwein rein, ne? Oder? Auf alle Fälle. Und also dann finde ich, und ein bisschen Salz, finde ich, ein kleines bisschen. Oder? Ein bisschen Salz noch, ja. Oder? Also ich würde noch so ein kleines bisschen so. Ich habe hier noch so frisch gestoßenes Rauchsalz. So. Da gebe ich noch ein bisschen Rauchsalz. Mhm. So. Oder? Ja. Und sonst noch irgendwas? Andere Gewürze? Nee, ja. An anderen Gewürzen würde ich jetzt nicht unbedingt. Man könnte ein bisschen Rotwein vielleicht, mit Rotwein noch oder man mit ein bisschen Orange, wer möchte. Ja, genau. Ne, kann man ja auch ein bisschen variieren. Noch, also ich kann man jetzt variieren. Ich würde aber nicht zu viel, weil sonst ist das zu überlastet dann wahrscheinlich. Okay. Wenn man nicht, oder? Ja, genau. Also ich würde sie jetzt abbinden mit ein bisschen Stärke. Oder hat man schon in Stärke in der Schüssel? Nee, ne? Nein, noch nie. Nee. Ich erstmal hier. Nee, ich mache erst die Stärke. Ja, oh, ist egal. Ich mache es immer gerade. Ja, ist ja kein Problem. Und dann rühre ich das so? Ja, reicht. Reicht? Mal. Stärke braucht man ja nicht so viel. Ne? Nee, die zieht ja schnell an. Wollen wir nochmal die Plätze tauschen? So? Ja, ja, ich rühre es ein hier, dass genau. Das nicht klumpig wird. Und richtig. Dann kriegt die Soße nochmal eine Farbe. Dann kann man ja nochmal kosten und ob eventuell noch irgendwas anfehlt. Ob man vielleicht doch noch ein bisschen Schoki oder doch noch ein bisschen Salz. Bisschen Schoki. Kann man ja dann, ja, Schokolade, ein bisschen Schoki oder da. Ja, bei Annettchen ist noch ein junges Mädchen zu Hause, das merkt man, ne? Da gibt es eben die Schoki, ne? Da gibt es die Schoki, genau. Sozusagen, ne? Darf ich schon anrühren oder klar, wollen wir noch eine Weile warten? Immer zu. Alles oder erstmal? Werden wir sehen, wie sie anzieht, weil das Schöne ist bei der Stärke, dass sie uns gleich zeigt. Sofort, genau. Dass sie uns gleich zeigt, welche, genau, so ist es. Welche Dicke wir brauchen. Ne? Ich denke, das kann sie vertragen. Können wir noch mal? Ja, kann alles rein.
könnte vielleicht sogar sein. Dass es zu wenig war? Oder? Ich weiß nicht, wie Sie die Soße mögen. Ich kenne ja den Sachse, da will er ja immer, dass sie das ein bisschen stehen bleibt. Ja, oder so. Ein bisschen soll schon am Kloß haften bleiben, ja. Das wäre schon das Optimale. Okay. Mal kurz durchkochen. Ja, muss nie sein, man muss das jetzt nicht zu dick so übernehmen. Das ist schon schön. Ist schon sämig, ist schon schön. Ja. Gut, ich meine, ich bin bei den Soßen immer so, gerade bei so deftigen Sachen, mag ich es gerne, wenn es noch so ein bisschen kräftiger kommt. Also ich hätte jetzt noch eine kleine nur Anzahl dran gemacht. Doch, muss es sagen, ja? Hätte ich. So ein ganz kleines bisschen noch. So. Okay. Weil ich finde die Stärke dann und so, das nimmt ja auch immer ein bisschen. Eigentlich muss ich auch sagen, ich bin ja zu Hause gar keine Soßen mehr. Die werden bei mir gar nicht mehr gebunden. Ich koche das, ich reduziere das dann ein. Also ich koche das dann nochmal eine halbe Stunde richtig runter. Man sagt, also Reduktion in der Küche und dann hat die eigentlich die Bindung. Ja, und dann nimmt man geeiste Butter und fertig. So, aber in dem Falle denke ich, oder? Wie ist jetzt das Urteil? Ich probiere jetzt dann auch nochmal bei uns hier so, in der Gemüsepfanne hier. Aber Salz reicht jetzt. Reicht noch, denke ich auch noch. Reicht noch, genau. Ja. Naja. Und die Note Schoko, das reicht. Oder? Hättest du jetzt mehr gemacht? Nö. Reicht. Reicht, ja. Was haben wir jetzt noch? Was haben wir noch was vergessen? Wein. Mir ist schon fast wie Weihnachten jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen durch den Wind hier. Sie oder ich? Na, machen Sie. Da können Sie gerade da stehen und tauschen wieder die Plätze. Okay. Gibt es Gerangel. Also wenn wir schon, wir Köche sagen ja, nimm zum Kochen den besten Wein. Denn sonst kannst du ihn auch nicht trinken. Ja? Es gibt da so Sprüche, wo die Leute dann sagen, ja, zum Kochen reicht ja schon. Ja, genau. Ich gestehe. Also wir können mit einem schlechten Wein uns alles verderben. Mhm. Ja, einen schlechten Wein jetzt, das ist ein bisschen, aber nicht so teuren Wein sozusagen. Zum Wohl? Zum Wohl damit, vielen Dank. Wollen wir sehen. Dass ich mitmachen durfte. Wollen wir sehen, wie er uns so mundet. Ne? So, wenn Sie dann so weit sind wie wir, liebe Zuschauer, dann können Sie sich ganz gewiss den schönsten Moment abholen in Ihrer Küche in der Weihnachtszeit. Also wir machen das heute auch mal gar nicht weiter so. Wir machen jetzt auch gar kein Theater draus. Sie wissen, wie Sie das am Tisch zelebrieren. Ne? Genau, machen das gemütlich. Richtig, wir wünschen Ihnen da eine richtig schöne, entspannte Atmosphäre. Und was ich jetzt noch sagen möchte in dem Zusammenhang, weil wir haben jetzt 2 Jahre Echt Lecker TV gedreht und es waren 2 Staffeln. Ja, dieses Jahr die zweite, damit sind wir heute am Ende. Und immer das Format von dieser Sendung ist jetzt auch an dieser Stelle erstmal, ich sag mal, vollendet. Ja. Und ja, wir danken uns recht herzlich erstmal bei Ihnen für das Zuschauen, denn durch Ihre Treue gibt es diese Sendung. Natürlich auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Sponsoren, die Sendung zu allen Zeiten für uns unterstützt haben. Auch ohne Sie gäbe es diese Sendung nicht. Und unser ganz besonderer Dank geht heute nochmal an das Haus Küche 3000 mit Hubert Hölzel und Annette Hoffmann auf Ihre Unterstützung, weil auch ohne dieses ganze Ambiente und diese ganze Technik gäbe es auch Echt Lecker TV nicht. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und wie es denn so sein soll, werden wir uns im Frühjahr 2013 wiedersehen bei Echt Lecker TV. In vielleicht einer etwas kleinen, abgeänderten Form. Bis dahin wünschen wir alles Gute, ne? Ja. Alles Gute, frohe Weihnachten. Ja. Wollen Sie noch jemanden wünschen? Spannendes für meine Familie. Ja, falls jemand zuschaut, mein Sohn, meine Schwiegertochter. Okay. Ja. Ich grüße auch alle lieben Freunde, die mich dieses Jahr begleitet haben. Es war ein sehr spannendes Jahr und ich bedanke mich recht herzlich bei allen und wünsche allen alles Gute. Tschüss, Ihr Gerd Frank Wenig.
Echt Lecker TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Döbeln. Gut für die Region.